Let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. If I should become a stranger, no, it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. If I should become a stranger, no, it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. If I should become a stranger, no, it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Bei Gunnar im Okal Café und jetzt ist ein Schottentest angesagt. Ladies and gentlemen, we'd like to try a little test of Scottishness. How does Gunnar's haggis taste? And the gentlemen are now going to try it. Yeah, good. Very good. Yeah. Very good. Excellent. Und jetzt gucken wir mal, ob Gunnar uns auch das Rezept verrät. And now he's going to tell us the recipe. Also das Interessante an Omas ist ja, dass sie ihre Rezepte nicht weitergeben. Und ich glaube, in Schottland gibt es genauso viele Haggis-Rezepte, wie es Omas gibt. Und deswegen sage ich meins auch nicht weiter. Ich sage einen dezenten Hinweis. Mäh. So, ich glaube, das haben unsere Zuschauer auch mitbekommen. Da ist Schaf drin. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Do you like it? Very good. It's very good. Yes. Okay. It's the real thing. It's the real thing. Thank you very much. Battle song to any audience, they all go, hooray! So we'll do that again. We're going to finish the first half with a Scottish battle song. Hooray! Keep drinking. Hooray! Johnny Cole. Two, and Canada looked a little funny.
Whisky, Whisky, Nancy, Whisky. Was würdest du für ein Whisky dazu empfehlen? Naja, an Betracht der Tatsache, dass das Lied aus Schottland kommt, natürlich einen schottischen Whisky. Genau, gute Idee. Da hätte ich hier zum Beispiel, das ist ein Speyside Whisky. Das ist so vom südöstliche Highlands, ungefähr in der Mitte von Schottland, zur Nordsee hingelegen. Können wir mal ein Schlückchen nehmen, kleines Pröbchen machen. Bitte sehr. Slange. Slange. Leicht rauchig, nicht so heftig. Das ist ja auch, die Geschmäcker beim Whisky sind ja auch ganz, ganz verschieden. Die einen lieben, wenn der Torf so richtig durchkommt, und die anderen mögen es dann eher smooth, ein bisschen lowlandisch. Das geht aber richtig smooth runter. Naja, auch von daher kommen die Lieder, nicht? Könnte man gleich wieder loslegen. Nicht? Genau. Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ho. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, ho, I'm a weaver, you called and weaver, und so weiter und so weiter. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, ho, I'm a weaver, called and weaver, und wie es wollen wir da weitergeht? Prost. Gut. We'd be all right if the wind was in our sails. We'd be all right if the wind was in our sails. And we'll all hang on behind, and we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along, and we'll all hang on behind. Musik gefallen. Und eine tolle Musik, unheimlich authentisch und mit viel Druck und viel Power rübergebracht. Tolle Texte, die einen wirklich anrühren und einfach wunderschön. Als Musiker, als Mandolinenspieler, Folkmusik muss ich sagen, einfach spitzenmäßig, toller Abend. Die holen einen völlig zu dieser Musik rüber. Ja, einfach ein toller Abend, und da merkt man einfach, wenn man so auf die Terminliste guckt von den Leuten, da merkt man wirklich, die brauchen nicht mehr zu üben, die üben jeden Abend. Und das kommt alles auf den Punkt und mit Druck und so, wie es sein soll. Die Mehrstimmigkeit ist, ja, ist einfach da. Die Leute haben das im Blut, und das ist es einfach klasse. So muss es sein.
So muss es sein. Ich liebe schottische Musik, Folklore und ich mag die Stimmen total gerne von den dreien und auch die instrumentelle Besetzung finde ich grandios. Very good tonight, especially they were wonderful, very receptive. Yeah, it's always fun, especially over here. Yeah, the audience just want, they like to join in, they like to sing songs, clap their hands. They're always good audiences. Und wenn jemand ein Whisky mitbringen kann oder so. Schöne Mischung aus ja, Traditionals und ein bisschen peppige Sachen. Das ist das letzte Konzert in diesem Jahr? Ja, wir haben jetzt mit Nancy Gers den Abschluss gemacht und wir sind absolut zufrieden. Es ist eine Band, die immer wieder gut rüberkommt und wir freuen uns auch schon auf das nächste Jahr. Oh, he's a lantern roving lad, he is a brisk and a body lad, we tell you what me I will be wad. And following the laddie be the winking cat, following the laddie be the winking cat, but he sold her up a real lad.